Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem Awakening. Im letzten Part haben wir eine Sidequest erledigt von den Spotpass-Missionen. Einfach weil ich mir dachte, okay, machen wir noch eben. Aber jetzt, denke ich mir, ist es Zeit, die Story zu beenden. Kämpfen wir gegen Grima im großen Finale. Ja. Finale, Grima. Elende Nagerbrut, euer Ende ist nah. Are you ready? Bist du bereit, Fulichan? Bereit, Krom. Bringen wir es zu Ende. Fancy. Wir können Gangrel mitnehmen. Und Tiki. Einheiten. Krom. Fulichan, Lissa, Lonzo, Pan, Henry, Sumia, Virion, Gaius, Novi, Taja, Kellam, Sully, Tiki, Donnel und Gangrel. Ich will den eigentlich nicht mitnehmen. Eher nehme ich Lucina mit, glaube ich. Ja. Die gute Lucy. Die gute Lucy. Können auch Lynn mitnehmen. Ah, wie er sie einfach das alte Porträt da hat. Das ist cool. Zwar geht voll raus mit den anderen. Das ist eigentlich voll inkonsistent. Aber es ist schön für den Fanservice. Es ist schön für den Fanservice. Okay, gut. Ich würde sagen, das sind unsere Einheiten. Grima. Alt. Es ist von Fulichan selber. Ich habe das Gefühl, hier werden an den Punkten werden Einheiten spawnen. Hier werden überall Einheiten spawnen. Und wir sind komplett surrounded. Nice. Bei Tiki habe ich tatsächlich ein bisschen Angst und ich habe keine Steine gekauft. Fuck, wir müssen kurz raus. Ich trottel. Ich habe die Steine vergessen. Entschuldigt, ich gehe nochmal kurz Drachenstein kaufen. Für die gute Tiki. Damit die auch einen normalen hat, nicht nur den Plus. Gut. Es tut mir leid. Wir gehen ja sofort wieder zurück. Ups. Falsch. Warten. Ah, egal. Ja. Oh, es tut mir leid. Ja, ja, ist okay, ist okay. Kann ich das überspringen? Ja, kann ich überspringen, wunderbar. Einheiten. Lucina ist drin, okay. Bei den Positionen würde ich ganz gerne eigentlich Tiki und Lucina weiter oben positionieren, weil die halt so die beiden sind, auf die ich ein bisschen aufpassen möchte. Der Rest ist eigentlich relativ egal, würde ich mal behaupten, wie die rumrennen, oder? Stark sind denn unsere Feinde? Ziemlich stark. Aber wie, mit wem geht denn eigentlich Lucina eine Kombi ein? Mit Tiki? Warte mal, wird das nicht wieder ausgehebelt? Das sollte. Also die beiden haben wir. Dann haben wir hier und Lonzo. Du und Novi. Henry. Krom. Kellam. Sully. Ja. Die beiden ergänzen sich hier dadurch. Wir haben wieder eine... Ja, die unsere Anzahl ist gleich. Also... mein Gott, gerade. Alles klar. Fangen wir an. Kämpfen wir. What the fuck? Was zum Fick soll das? Nein. Nein, das ist fucking uncool und unfair. Wenn jetzt die Einheiten angreifen, dann würde ich sagen, leck mich, Spiel, leck mich. Das ist fucking fies. Das ist doch super, das ist super artificial, jetzt die Leute da durch umzubringen, oder? Was ist das für eine Magie? Magie, hä? So eine gottverdammte Naturkatastrophe. Er hat uns alle geschwächt. So eine Macht, So kann es nicht enden, sonst war alles umsonst. Diese Dunkelheit, die Zukunft hat uns eingeholt. Ihr Götter, Vater.
So endet es, Fudi-chan. Siehst du, wie schwach und deine lächerliche Freundschaften sind? Wie zerbrechlich und nutzlos? Jetzt habt ihr all eure Leben geopfert und doch nichts erreicht. Ha, wir sind noch nicht am Ende. Immer diese lästigen Kleinigkeiten. Aber du hast natürlich recht. Ihr seid sozusagen wie Ungeziefer, das von meinem Rücken kratzen, ich von meinem Rücken kratzen werde. Nein, nicht! Oh, das gefällt dir nicht. Habe ich recht? Du weißt, dass das deine Wahl, dass du eine Wahl hast, oder? Werde eins mit mir und ich werde deine Freunde verschonen. Widersetze dich mir und ich werde ihnen das Fleisch von den Knochen reißen. Nein! Du es nicht, Fudi-chan. Sie lügt! Triff deine Wahl. Schließt du dich mir an, um ein Gott zu werden und diese Würmer zu retten? Nein. Hältst du mich für etwa für eine Närrin? Du wirst sie so oder so töten. Nun, das war ein Versuch wert. Es ist so viel einfacher, das Leben aus hoffnungsloser Beute herauszuquetschen. Oh, aber andererseits liebe ich die Herausforderung. Ja. Fudi-chan. Leck mich. Wo bin ich? Yes. Da, wo dein Gott dich haben will. Doch nun entschuldige mich. Ich muss das Ungeziefer auf meinem Rücken beseitigen. What? Nein, das lasse ich nicht zu. Fuck you, Spiel. Jetzt habe ich doch nicht meine gleichmäßige Anzahl. Du widersetzt dich immer noch? Oder bist du so feige, dass du als erstes deinen eigenen Tod suchst? So dunkel. Ein Meer aus Finsternis. Grima hat gewonnen. Ich habe keine Asse mehr im Ärmel. Keine letzte Strategie. Ich kann nichts mehr sehen, nichts mehr hören, nichts mehr fühlen. Nichts. Was? Du musst kämpfen. Ich höre etwas. Wessen Stimme? Kämpfe! Gib nicht auf! Kämpfe, Fudi-chan! Du hast es geschworen, weißt du noch? Jetzt hat er verdammtes Wort. Chrome, ich kann dich hören. Was? Nein, du gehörst mir. Was der Drache festhält, lässt er nie wieder los. Please stay strong. Komm zurück zu uns, Fudi-chan. You can do this. Willst du diesem hässlichen Reptil das letzte, Zischeln überlassen? Schreibt heute Geschichte, Fudi-chan. Die Baden wollen von euch singen. We can do this. Hallo? Hörst du mich? Vielleicht, wenn ich schreie? Ah! Good luck. Fudi-chan, erinnert euch an all die Zeit, die wir gemeinsam verbrachten. Don't falter. Antwortet uns, Fudi-chan. Be strong. Komm zurück und raube den Taguel nicht ihrer letzten wahren Freundinnen. We doing this? Hör auf sie, Fudi-chan. Du bist doch nicht aus Zucker. I'm with you. Ich dachte, ich sei dein Lieblingsdrache. Vergiss den doofen Grima. Just don't fail. Mach auf, Fudi-chan. Zwing mich nicht dazu, dich holen zu kommen. This ain't so bad. Ich weiß, die Dunkelheit ist gemütlich. Aber jetzt raus, bevor sie dich frisst. It's all right. Du hast mein Vertrauen und meine Liebe gewonnen. Es kommt zu uns zurück. We gotta win. Komm zurück, gnädige Dame. Es wird Zeit. I believe in you. Du und Grima, ihr seid nicht identisch. Vergiss das nicht. Ich kann sie hören. Ich höre meine Freunde. Hört sofort auf damit. Schweigt, verdammt. Seid alle machtlos, schwach, unbedeutend. Ihr seid wie Würmer. Come on. Komm zurück, Fudi-chan. Unsere Freundschaft ist stärker als die Macht des Dämonendrachen. Chrome! Come on. Ich komme, Chrome. Halt durch. Na süß.
Okay, wir haben doch wieder unsere Gradanzahl. Menschenkinder, nehmt meine Macht, steht auf und stellt euch den Dämon. Yes, dankeschön. Ich hatte schon Angst. Ah, cool, epische Musik. Sehr epische Musik. Wisst ihr was? Moment, Moment, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Das ist ein bisschen lauter gemacht. Vielleicht hört man das. Okay, auf geht's. Machen wir unsere Kombis, unsere starken Teams hier. Lucina, du arbeitest mit Tiki zusammen. Das kriegst du hin, oder? So, alle zusammen. Ich hatte gerade einen Moment Angst. Ich wusste nicht, wo Sally war. Okay. Wir beide gehen hier lang, würde ich sagen. Was habe ich für ein Item? Natürlich nehmen wir Arcus Licht. Wir nehmen Arcus Licht. Taja, du hilfst mir. Hier oben. Habe ich gehört. Ebenfalls mit einem wunderschönen Arcus Licht. Chrome, du gehst hier nach rechts. Mit deinem schönen Falchion. Tiki, du auch. Tiki, Novi, du auch. Mein Gott, warum verwechsel ich Tiki und Novi dauernd? So, Tiki bleibt da oben Backup. Schicke ich Kellermin. Direkt hier hin. So, ihr kommt hier hin. Zack. Und ihr hier hin. Da oben sind zwar noch welche, ich weiß, aber ist okay. Ist okay. Na, Fernangriff. Fucking Donnerschwert. Stirb! Nice. Killing is my job. Nice. Level up für Henry. Natürlich gehen sie alle auf Taja. Die wollen halt sterben. Ich schon. Mach weiter so, Taja. Ist gut. Ihr kriegt hier niemanden von unserem Team down. Niemand, hörst du mich? Yes. Ja, passt schon. Ah, wir sind alle losrennen. Sie haben keine... Okay, sie treffen halt nicht, aber sie hätten halt... Sie würden halt schon Damage machen. Wenn sie treffen würden. Am ehesten in Gefahr ist er halt echt Tiki mit Lucina zusammen. Aber ich glaube nicht, dass die großartig in Gefahr geraten werden. Nein, Bestientöter kaputt. Wie sie alle Fullichan ignoriert haben und alle auf Taja gegangen sind. Mit der Hoffnung, sie irgendwie zu erledigen. Und sie hat ihr einfach alle zerstört mit Henry. Also die Hauptparts, das wären definitiv Leute, die ich wahrscheinlich in einem zweiten Playthrough mitnehmen würde. Ah, Donald, pass auf. Mit seinem kleinen Stahlschwert. How about this? Boom. Sehr schön. Schaut euch den Mann an. Mit einem Topf auf dem Kopf. Kämpft er jetzt auf einem Drachen. Gegen Leute. So, was gibt's in deinem Dorf nicht, ne? Fang Donald. Er ist ein Dorfkind. Sally, please. Nicht treffen lassen. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute nachspawnen. Warum kriegst du mein Keypunkt? Egal. Da sind sofort welche nachgespawnt. Okay. Ha! Tiki ist immer noch safe. Ich würde sie ja sogar mit Taja hochziehen ein bisschen. Töte sie mit Arcus Wind.
Hacken ist mein Job. Sehr schön. Level 10. Ach ja. Fuli-chan, gönnst du dir den hier? Machst du gut. Checkmate. Boom. Da haben wir sogar die Ecke frei, wenn jemand nachspawnt. Eigentlich kann ich Chrome auch ein bisschen nach oben ziehen lassen. Ein bisschen, weil er sollte vielleicht auch was angreifen. Wenn er da oben nichts angreift. Nicer Crit, Alter. Level up für dich. So, Novi, mach einfach den Magier kaputt, passt schon. Alter, regulärer Schaden, 104. Sie crittet. Das ist krass, das ist einfach krass. Oh, Mann. Dann kannst du den Dunkelritter hier erledigen. Kannst du nicht ganz, nee. Kannst du nicht. Was ist da los, Donnel? Na, vielleicht macht Lissa ja den Rest. Ja, sie macht genug. I done it. Nicht alleine, definitiv nicht. Ja, ich kann eigentlich Sally hier unten lassen. Nämlich ein paar Leute sollten weiter oben hingehen, damit wir uns Stück für Stück verteilen an den Punkten, wo die Leute spawnen. Und mit die halt auch gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwie Tiki plötzlich zu überraschen. Das wäre uncool. Sie ist halt noch safe, ja. Aber die Leute kommen jetzt in der nächsten Welle und da wird sie nicht mehr safe sein. Das heißt, ich sollte sie weiter hier runter abziehen wahrscheinlich. Und das war's. Alter, 80 Schaden mit Arkuswind. Sobald man eigentlich 40 mal 2 hat, ist das sowieso immer Kill. Es ist immer Kill. Weil mehr als 80 geht bei normalen Leuten gar nicht. Ich meine, es gibt Fire Emblems, wo du dann ja auch hier und da den Endboss so als Monster hast. Der hat dann mehr. Aber das ist dann eine Ausnahme, ne? In dem Fall aber halt nicht. Die werden ja alle zermetzelt. Geile Chance. Wie er immer das Schwert immer noch oft in den Boden steckt, so. Wenn man bedenkt, das ist ein fucking Drache, wo wir gerade drauf, uns drauf bewegen. Er steckt ja immer sein Schweißschwert rein. Irgendwann bringt er den Drachen nur dadurch um. Das sind wie viele kleine Mini-Mückenstiche. Immer wird er sich auch denken, Mann, das tut weh. Zumindest stelle ich mir das irgendwie so vor. Kannst du... Du würdest theoretisch halt Damage machen, ne? Aber du bist halt... Besonders durch die Kombi einfach nicht stark genug. Ich komme hier nicht ganz raus, aber ist nicht schlimm. Weil Fuli-chan sich darum kümmern wird, habe ich gehört. Ich habe gehört, du wirst Silberschwertmetzelei begehen hier. Impress me, immer noch. Finished. Tot. Sehr schön. Ja, hier haben wir ziemlich viel für Chrome. Gehen wir mal hier auf den. Reicht auch so ohne Sumia ganz genau aus. Yes. Well fought. Schon wieder reingestochen so. Ja, irgendwann hat der Drache einfach die Faxen dicke. Wen bekämpfe ich denn? Keine Ahnung, Hauptsache einer weg. What a team. Yes. Ein Wert. Schade, schade, schade.
Kannst eigentlich hier oben mithelfen. Silberschwert? Ja, nimm dein Silberschwert, passt schon. All hail me. Fuck him, Virion. No. Eigentlich kann ich dich auch erledigen, ne? Fucking General. Wie viele Generäle habt ihr eigentlich? Was ist das für eine Militärstruktur, die ihr da habt? Das funktioniert doch gar nicht mit so vielen Generälen. Wenn einer in einem Raum stirbt und General ruft, weiß doch niemand Bescheid. Ich habe keine Ahnung, wer gemeint ist. Egal, der Zug ist vorbei. Could be trouble, ach was. Boom! Schon wieder reingesteckt in den Boden. Das fucking Schwert. Wer war dieser fucking Fernkämpfer? Ach, Chrome. Ach, Chrome. Ja, da hast du keine Chance, ne? Mit Pferd einfach aufgeschlitzt. Ach ja, so ist es schön. Wie viel willst du uns doch entgegenschicken, ha? Da sind neue gespawnt. Hier rechts haben wir ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall. Wenn Chrome halt Stück für Stück nach vorne geht. Stay strong. Tot. Ja, der hat keine Chance. Der wurde einfach zu oft verprügelt. Von zu vielen Ecken. Verprügeln wir den Bogenschützen eher. Die sind nerviger. Yes. Right. Tasha ist immer sehr stark hierbei, nach vorne zu moven. Nicht wirklich. Sie bleibt an der Stelle. Einfach Arkus. Dabbel ich nicht? Ich dabbel nicht, what the fuck? Als ob ich zu langsam für den scheiß Myrmidon bin. Leck mich doch. Hm. Hau drauf. Komischer Hammertyp. Oh, fast ein Leveler für Virion, please. Please. Gib ein Level up. Mach den Fernkämpfer auch mal weg. Friss, Novi, friss! Sehr schön. Es ist so lächerlich, einfach noch ein Level up. Und sie hat schon wieder nur einen Magiepunkt bekommen. Sind wir an dem Punkt, wo sie eigentlich nur noch Magie kriegt? Oder wie? Ich sehe gerade, Magiefähigkeit und Resistenz scheint was, da scheint einfach noch ein bisschen was zu sein, aber das war's dann. Wir haben echt langsam eine Wand erreicht mit Novi. Mit langsam meine ich, wir haben so ziemlich die Wand erreicht. Ich kann Kellermama hier hinstellen. Den guten Donald vielleicht auch. Ah, Tiki weiß ich nicht. Tiki, will ich nicht. Ein paar Leute, baden ist okay. Lass dich doch nicht treffen, Mensch. Du auch nicht. Dafür wirst du gekrittet. Boom. Hm. Fein Magier. Ich will auch Bolganon haben. Wo krieg ich das her? Ich hab's nirgendwo gesehen bisher. Ich mach mich traurig. Meister Axt. Dieser Schrei. Au! Tja, alle keine Chance gegen Taja. Die ist einfach zu mächtig. Siehst du das? Und Level 11. Sehr schöne Werte.
Ja, lass dich besser nicht treffen. Gut. Gefällt mir nicht. Ja, Chrome lässt sich ein bisschen sehr gerne treffen. Das ist uncool. Das gefällt mir gar nicht. Level up für Virion, sehr schön. Auch mal Level 15. Bogenbrecher gelernt, okay. Du musst jetzt nicht kritten, aber ich begrüße es sehr, dass ihr... Ja, zusammen den einfach so getötet. Stellt euch vor, ihr müsstet gegen die beiden kämpfen. Das ist nicht lustig, das macht wahrscheinlich keinen Spaß. Oh, da sind neue Leute gespawnt. Sehr schön. Da kann ich 30 Damage rausholen, das sag ich. Das ist halt echt nicht schlecht. Das mache ich im... Ja, ich könnte halt so oder so 11 Schaden davon tragen. Das ist okay. Damit sollte ich klarkommen. Die gute Tiki, die macht das. Ja, Lucina greift nicht mit an, schade. Aber Tiki hat ein Level Up, das ist okay. Und gute Werte bekommen. Gute Werte sind immer gut. So, ich würde den hier dann raushauen. Wieder ausrastet. Tot. Hui. Level Up für Donald. Das ist einfach auch nochmal nur so eine Level-Farm irgendwie. Alle Werte, ich raste aus. Könnt schon lange mit dem Rest mithalten. Fuck. Könnt schon fucking Silberwaffen tragen jetzt, glaube ich. Und da sollte es langsam soweit sein. So, bei Taja ist erstmal nichts los. Kann ich eigentlich hier nach oben schicken. Ist ja gar nichts los gerade. Bei Chrome geht ein bisschen was ab. Und sonst ist der Boss fast isoliert. Ah, ich kann mich nicht auf die Spawnpunkte stellen, okay. Hau mal drauf, Sully. To hell with you. Tod. Und Level Up. Seht ihr, was für eine Level-Farm das einfach nur ist? Es ist halt nicht einmal mehr lustig. Ah, wisst ihr, was lustig wäre, wenn es... Wenn es das Ganze hier irgendwie als dass hier Random Encounter wären und man quasi einfach nur hier grinden könnte später auf der Map. Was total bescheuert wäre, weil es halt immer auf dem Rücken von Grima wäre. Das ist halt total dumm. Das würde nicht funktionieren von der Map her. Das heißt, es ist wahrscheinlich das einzige Mal im Spiel, dass man die Map spielen kann. Wenn sie es sinnvoll gemacht haben. Oh, du hast Fähigkeit bekommen, okay. Greif an, Chrome! Greif an! Und noch ein Level-Up für dich. Und schon wieder reingesteckt. Einfach in den Rücken von fucking Grima. Kein Wunder, dass sie uns runterkratzen will, wie so Ungeziefer. Ist ja sicher voll unangenehm. So, Caleb stellt sich mal hier hin. Ja, du kannst ihn mit der Silberlanze ordentlich töten. Warum hast du ihn nicht umgebracht? Och, please, Kellam. Oh, Kellam. Weit kommt Fulichan. Nicht sonderlich weit. Jetzt habe ich vielleicht Tiki doch mehr in Gefahr gebracht als nötig. Nee, sie geht auf Kellam, okay. Tot. Good. Auf Donald! Nicht auf Tiki. Tiki wäre halt eher dann ein Ziel gewesen, was ich angreifen würde, anstatt Donald. Die gehen halt echt nicht auf fucking Tiki. Ja, Kriegsheiligen kannst du fressen.
Gönn dir was zu essen, Tiki. Gönn dir. Töte es. Boom. Na, fast. Komm schon. Machen wir einen kleinen Wechsel. Eine kurze Heilung mit einer Pflege für Tiki, dann für Keller. Chroma hat wahrscheinlich kein Heilungsitem dabei. Alter, Lissa ist Level 19. Chroma hat wahrscheinlich kein Heilungsitem dabei, ne? Oh doch, er hat ein Elixier. Dann würde ich sagen, gönn dir, zieh dir mal das Elixier jetzt rein. So, Novi baitet für dich. Taja, du bleibst einfach mal hier in der Ecke und guckst, was passiert. Und Fuli-chan schicke ich weiter hoch. Zurück! Hoch mit dir! Ja, Sally. Du hast ja noch einen Job, um den du dich kümmern musst. I kill you twice. Tot. Sehr schön. Wenn da oben wieder welche spawnen, ich weiß nicht, wie lange die kommen. Aber Novi wird jetzt ein bisschen töten. Wie er hingeht und einmal drauf hat, sagt, nee. Ah, da sind nochmal welche gespawnt jetzt. Okay. Lissa, kleine Heilungsrunde für Keller. Wie er sich freut. So, ihr seid unten sowieso die Aufpasser. Sally, du bleibst hier. Fuli, du gehst zu Richtung Taja für die Unterstützung. Du machst den Rückschritt und nimmst einmal dein letztes Arkuslicht. Jetzt hast du nur Akkus Wind. Uncool. Höre meine Worte, Erwecker. Grima wird dir seine zahllosen Diener entgegensenden. Besiege ihn so schnell du kannst. Sobald Grima geschwächt ist, wirst du vor eine Wahl gestellt. Führt Chrome den letzten Schlag, wird Grima erneut einschlafen, jedoch nicht sterben. So soll es sein. Führt Fuli-chan den Todesstoß aus, gibt sie ihr Leben gemeinsam mit Grima. So könnte der Dämonendrache für alle Zeit besiegt werden. Die finale Entscheidung liegt bei euch. Oh. Oh. Er will nicht Fuli-chan sterben lassen. Fuck me. Mir egal, ich bin egoistisch. Chrome, du tötest. Ich hab Postgame zu erledigen. Ja. Kann man so lassen. Aber wenn sie sagt, zahllose Gegner, dieses Mal sagt sie wirklich zahllos, dann könnten sie diesmal wirklich unendlich kommen. Beim letzten Mal sagte sie unaufhörlich. Weak. Ja. Hast du gut gemacht, Lonzo. Ich bin stolz auf dich. Ach man, was wollt ihr denn für einer kleinen Novi? Was erhoffen? Erhofft sich die KI? Dieses Wertemonster kriegt nur noch Magiepunkte hinzu. Der hat halt die ganzen Caps voll. Yes. Ich verstehe nicht, warum nicht auf Chrome. Chrome ist halt so einfach, so viel einfacher, wahrscheinlich irgendwie zu verletzen. What a team. Noch ein Level up. Fähigkeit. We can do it. Boom. Keine Einheit wird von mir sterben.
Geil, da. Oh, das spawnen wirklich noch welche. Ja gut, wenn die unendlich spawnen. Whatever. Chrome, stell dich hin. Taja und ich machen das hier unten. Habe ich gehört. Taja? Ja, du kommst mit. Sehr schön. Ja, passt schon. Der Rest warten wir einfach mal ab. Jetzt gehen die paar... Oh, sie geht direkt auf Chrome. Ich komme, um dich zu töten, Grima. Arroganter Sterblicher, ich bin der Tod. 24 im Angriff. Alter. Autsch. Ich sollte Lissa hochschicken, aber ganz flott. Wie er mit so ein paar Stürmchen getötet wird. Wurde er von seinem Pferdchen geweht? Oh. Oh, leck mich doch. So, Items, Elixier verwenden. Grima ist vielleicht doch ein bisschen schwerer als erwartet. Machen wir das jetzt? Ich habe gesagt, ja, Lissa hochschicken, aber. Ein easy win. Checkmate. Boom. Weit kannst du eigentlich gehen? Ja, relativ weit. Nein, 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 nein. Noch nicht. Noch nicht. Töten wir den Magier. Feuersbrunst. Ah, ich habe leider nur fucking Arkus hin. Boom! Sally, du kommst mit hier runter und greifst auch an. Nimm Speer, yes. Erledigt so viel ihr könnt. So, Kellam, du greifst hier an. Another Spotlight Stone. Na, ja, das war kein schönes Level-Up. Können eigentlich hier wechseln. Dann kann du, der gute Mann, hier mit einem Panzerbrecher angreifen. Come on, Danny. Boom! Sehr schön. Der nächste Runde schicken wir Donald und Lissa nach oben. Um Chrome zu helfen. Die gute Tiki. Ja. Kann zwar nicht doublen, aber hey. Dir wird schon nichts geschehen, ne? Lucina mit angegriffen. Nice. Und Level up für Tiki. Ah, es ist gut. Es ist gut. So, wen habe ich noch nicht ziehen lassen? Theoretisch könnte ich auch hingehen und sagen, nur wieso schwächen, ne? Weiß ich nicht. Boom. Nee, 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 nee. Farm schön deine Level-Ups. Genauso, genauso. Du musst stark werden. Immer mehr und weiter. Oh, fuck, getroffen mit einem Bestientöter. Tja. Och, nö. Ah. Hoch mit dir. So, der Rest ist, dann... Ach, leck mich. Fuli-chan, du gehst auch hoch. Du bleibst hier stehen, während, Novi sich hier dem Ganzen annimmt.
Da hab ich gepennt. Da hab ich gepennt. Okay, die spawnen halt wirklich die ganze Zeit nach. Das heißt, man kann sofort auf den Boss gehen. Und so schneller man die Leute hier erledigt, desto angenehmer ist es. Ja. Geht hier hin, ihr beiden. So, der Rest bleibt hier unten und kümmert sich um den ganzen Rest. Plan ist dann, dass wir ganz schnell eigentlich hier alles erledigen. Wie ist deine Angriffsreichweite? Okay. Okay. Ja, vielleicht sollte ich die Fernkämpfer hier erledigen. Oh, mach schneller! That felt good. Ah, Double Level Up. Resistenz. Sehr schön. Und Gaius. Ist okay, ist okay. Kann man mit leben. Es sind Werte, die gestiegen sind. Es waren Werte. Und ja, ich mag den Soundtrack sehr gerne. Er gibt mir irgendwie Nier-Vibes. Leichte. Warum auch immer. Vielleicht wegen dem hohen Gesang. Okay, das war's. Damit habe ich gerechnet. Aber nicht, dass... Ich habe nicht geguckt, was für eine Waffe da hat. Das ist uncool. Good times. Klingt wie ein Abschied. Ah, das waren gute Zeiten. Jetzt ist alles vorbei. Das ist aber nicht. So, die erledigen... Oh, es werden halt immer mehr. Nein, uncool. Hört auf damit. Töte den. Rejected. Ich glaube, es ist halt immer clever, langsam Stück für Stück eigentlich alle nach oben zu ziehen. Habe ich das Gefühl. Eben weil man dann hier oben die Soldaten gut vom Leib halten kann, während Chrome Stück für Stück gegen Grima kämpft. Würde ich mal behaupten. Na, stirb. Boom. Auch ein Double Level Up. Sehr schön. Level 12 für Taja. Und Level 12 für Henry. Wow. Nein, Nosferatu. Ja, ich sollte vielleicht wirklich Stück für Stück hier hochrennen. Weil sonst spawnen die hier unten alle. Dann habe ich hier unten wieder nur zu tun. Nee, 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 nee. So nicht, so nicht. So will ich nicht kämpfen. So kann ich nicht arbeiten. Erledige den schnell. Right. Und ein Level Up noch für dich. Sehr schön. Ja, das ist nicht allzu schlimm. Damit kann man arbeiten. Es kommen immer mehr. Ach. Ich komme nicht ganz ran. Na, ist egal. Machen wir einen Wechsel. Stab. Machen wir eine Vollheilung für Chrome. Jetzt gehst du einmal los und haust Grimm auf die Fresse, habe ich gehört. Oder auch nicht, weil du nicht drankommst. Fuck. So, ihr geht... Keine Ahnung. Immer weiter hoch hier. Alle sollten sich am besten hier irgendwo mal sammeln. Eigentlich sollte Taja vielleicht auch mal zu Chrome, um neue Sachen mitzunehmen. Ah, Novi. Kannst du ja locken. Komm. Na, fuck, ich hab den Speer. Egal.
greifst du dich mit dem Bogen an? Fucking Virion, der greift so selten mit an. So selten. Ja, das ist richtig komisch, während Palm fast immer zum Beispiel mit angreift. Was er jetzt, aber... Ach, ich habe die Axt, deswegen double ich nicht. Ist egal. Aber sie greift zum Beispiel immer mit an, wie man sieht. Generell so oft. Ich habe einen besseren Speer. Siehst du das? Boom. Jetzt hat er mit angegriffen. Crit. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Jetzt kann Chroma mal Grima angreifen. Sehr schön. Der Arme, der hat vielleicht sein ganzes Leben lang das Bogen... Ach nein, leck mich doch, Spiel. Ernsthaft. Leck mich. Wirklich? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht genervt bin von dem unendlichen Spawn. Ja komm, wir stellen uns hier hin. Wie viel Damage würde dann Chrome Grima machen? 52. Aber weil hier die ganzen Leute stehen, werde ich nicht Grima angreifen. Und da nicht in die Angriffsreichweite von Grima gehen wollen. Der versucht auch. Ah, der hat ein Donnerschwert, okay. Das könnte sogar vielleicht Schaden machen. Das hat auch getroffen, eklig. Careful. Nice. Ich wäre echt wütend, wenn du dich jetzt treffen lassen würdest, Chrome. Dann müsste ich dich nämlich erstmal heilen und bla. Nur wie töte einfach. Mach einfach. Das ist einfach nur einmal pusten und dann weg wie sei. Ja, genau so. Genau so, Kleine. Yes. Ja, genau so kämpft man auch. Magie und Fähigkeit. Dass du immer noch Werte kriegst. Bin mal gespannt, wann keine Werte mehr kommen. Wow, fun. Töte Fuli-chan, töte ihn. Finished. Ich glaube, wir sind sonst ewig noch beschäftigt. That's it. So, los, greif an, Chrome. Boom! Oh. Ach, Sumia. Was kennst du eigentlich? So, Stab, Purgativ, gönn dir Chrome. Full Heal. So, du gehst hier lang, Novi. Hab ich gehört. So. Was ist eigentlich mit euch hier unten? Was geht hier für eine Party ab? Uncool. Willst du dich hier um kümmern? Kümmer dich mal darum, Sully. Sehr schön. Willst du hier nicht mal irgendwie ein bisschen mit einer Silberlanze rumtanzen? Mach mal. Ich hasse Magier. Stech ihm die Augen aus!
Oder so. Ah ja, ich glaube, das reicht soweit. Lassen wir uns den Gegenangriff nicht nehmen. Und wir sind jetzt sterben, Grima. Das ist dir klar, oder? Er ist geschwächt, Fuli-chan. Das ist die Gelegenheit. Ich bringe es zu Ende. Ja. Er ist besiegt. Wir haben es geschafft. Und kein weiterer Freund hat sich dafür opfern müssen. Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht unglaublich, Fuli-chan? Grima schläft nun wieder. Eines Tages mag er wieder aufstehen. Er wird diese Welt nie vernichten. Wie ich und der erste Erhabene vor mir, wird sich ihm stets jemand entgegenstellen. Hirten, Freunde! Der Krieg ist vorüber. Die Ehre des Chaos. Die Zeit des Dämonenrachen ist vorbei. Die Untoten werden diese Welt nicht länger bedrohen. Ihr kennt mich alle als einfacher Mann. Ich bin nicht bekannt für lange Reden. Aber eine Sache solltet ihr wissen. All das, was mir gut und tapfer ist, kommt nur von euch. Wir haben dunkle Zeiten durchlebt, doch am Ende triumphiert das Licht. Und das alles wäre ohne jeden Einzelnen von euch niemals möglich gewesen. Ippi, ich kann es kaum glauben, wir haben es geschafft. Gut gekämpft, mein Prinz. Jetzt kehrt endlich Frieden in Elise ein. Es gibt nichts Besseres, als einen Drachen so richtig in den Hintern zu treten. Remarkable. Virion Grimtöter. Ah, das klingt wahrhaftig nobel. Class dismissed. Ja, Sieg, Sieg. Wir, hat jemand meine Axt gesehen? Hat noch jemand Hunger? Mein Knurrt gar fürchterlich. Well, I feel edified. Mögen die Gelehrten nie vergessen, dass es keine stärkere Waffe als das Herz gibt. Hip, hip, hurra! Juhu! Hallo? Ach, egal. That was amazing. Verdanken den Sieg dem besten aller Hauptmänner und Prinzen. Übertreibt ihr nicht allein ein wenig? Naja, nicht jetzt, wann dann? Oh, mein Chrome, wie war ich? Hab mir Mühe gegeben. Ich bezweifle keine Sekunde an euch. Nun ja, vielleicht eine halbe Sekunde. Die Tagore gewannen mehr als Frieden. Wir haben endlich einen neuen Clan gewonnen. That was tasty. Ein süßer Abschluss. Meine bittere Aufgabe. So muss das sein. Mein Prinz, meine Freunde. Meine Freunde ist grenzenlos. Oh, yes. Heute Gregor und ich knauserig machen gutes Bärenfleisch für alle. So viel Glück und Frohsinn überall. Ich könnte glatt heulen vor Glück. In Naga's name. Endlich kommt ihr erhabene Emerin zu ihrem Frieden. Hört auf zu lächeln, ihr schamlosen Narren. Sonst fange ich gleich noch damit an. There. Heute tanze ich vom ganzen Herzen. Oh my. Puh, das war eine heftige Schlacht. Zeit für etwas Ruhe und Frieden. Wow. Oh, klasse. Ich blute doch aus einem Dutzend Wunden. Our bonds are strong. Es ist vorbei. Ich bin endlich frei. Yenfei. Auch für Chun Sin endet hier der Krieg. Handtag, ihr guten Freunde. Den haben wir es gezeigt. Jetzt wird es Zeit für Fleisch und Met. Very nice. Grom und Fuli-chan, ihr werdet Regen nach Ferox lange in Erinnerung bleiben. I've done it. Mama, ich hab's geschafft. Another happy customer. Nun zurück zum Geschäft. Komm doch mal in unsere geheimen Läden.
down, Swordhand. Lauf bald, dunkle Bestien! Möge dein Leid in der Dunkelheit ewig währen! Hurra, jetzt habe ich endlich mehr Zeit für die Damen. Verdammt, ihr habt es wirklich geschafft, wir haben die Welt gerettet. Endlich hat sich mein langes Training bezahlt gemacht. Wahrheit und Gerechtigkeit triumphieren erneut, juhu! Ich hätte zu keinem Zeitpunkt Zweifel, wir wurden geboren, um zu siegen. Wir haben den Schicksal selbst unseren Willen aufgezwungen. Mutter, jetzt können wir uns jahrelang Geschichten erzählen. You're a lifesaver. Heilige Heuhaufen, ich bin erlebt aus dieser Geschichte herausgekommen. Excellent data. Oh, wie ist das also auf erfreuliche Art faszinierend. Ist der gruselige Teil jetzt endlich vorbei? Wow. Oh, Naga, hat sich unsere Zeitreise nicht gelohnt. There. Die Welt wurde in den Fängen der Dunkelheit entrissen. Really? Sterbe wohl nie. Wurde doch ein grässlicher Tod versprochen. Ich weiß, dass ein paar von euch zu euren Familien nach Hause gehen werden. Gut so. Trotzdem bedeutet euer Abschied einen herben Verlust für mich. Doch unsere Freundschaft können weder Zeit noch Entfernung mindern. Lasst uns aufeinander denken, während wir an einer erfreulichen Zukunft arbeiten. Und lasst uns niemals vergessen, was wir gemeinsam erreicht haben. Quälst du dich immer noch, Fuli-chan? Oh. Was? Oh, hallo, Chrome. Versuche es gar nicht erst zu verbergen. Du fragst dich, ob es besser gewesen wäre, wenn wir dich geopfert hätten. It's my fault. Ich kann diese Frage nicht ausweichen. Ich hätte dafür sorgen können, dass meine Blutlinie uns nie wieder bedroht, aber... Right. Ich will ehrlich sein. Dein Tod hätte die Welt vor etwas Schrecklichem bewahrt. Die Welt hätte auch jemand ganz Besonderen verloren. Ich bin nur eine Frau, Chrome. Alles Gute, du wirst der Welt bringen, was du der Welt bringen wirst, wiegt alles andere auf. Du hast die richtige Entscheidung getroffen, wir alle denken so. Dein Platz ist hier bei mir. Du vervollständigst mich, keine andere Frau es jemals könnte. You can do this. Keine Sorge, Mutter, wir werden einen Weg finden, alles wieder gut zu machen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber wir haben schon viel erreicht. Siehst du, du gehörst zu uns. Wir wollen wissen, was wir eine Zukunft mit dir haben werden. Schlachtreport. Ah, es gibt wirklich einen Schlachtreport, lol. Geht der jetzt? Ah, der geht in Topscreen. Okay, von Touchscreen in Topscreen. Wir sind durch! Vorahnung, unsichtbare Bande, Züge 3, Helden niemand. Prolog, ein neuer Anfang. Fuli-chan und Frederik. Fuli-chan und Frederik. Fuli-chan und Sally. Oh Mann. Ja, wir sind durch. Die Spotpass-Mission machen wir noch. Bei der DLC weiß ich noch nicht so genau. Ich muss die erstmal gucken, wie ich mir die kaufen kann. Aber ja. Fire Emblem Awakening. Super Spiel. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich habe zwar hier und da meine Kritikpunkte mit dem Spiel. Besonders musste ich mich ein bisschen an die Optik gewöhnen, aber die mir eine ganze Ecke noch besser gefallen hat, als das, was Shadow Dragon gemacht hat. Und ja, ich habe ein bisschen Shadow Dragon gespielt. Und ich fand es optisch sehr unappealing. Awakening sieht wieder besser aus. Ich finde, man hätte noch ein bisschen mehr was an den Spriteworks machen können, aber ist okay, ist okay. Ein wenig möchte gern 3D, aber wie gesagt, ist okay. Story fand ich ganz... Am Ende habe ich doch noch so ein bisschen meine Kritikpunkte sein lassen. Vieles wurde ausgemerzt, was mich gestört hat. Vieles war dann weg. Das Spiel ist sehr einfach. Im Endeffekt doch, der Start ist schwer, wenn man so die anderen Fire Emblems im Kopf hat.
und quasi nicht das Kombo-System, das Kombi-System exploitet. Dann irgendwann die Einheiten überleveln extrem. Es ist dann auch alles sehr einfach im Endeffekt. Ach ja. 34 Züge habe ich in irgendeiner Mission gebraucht. Echt jetzt? Lull. Aber sonst immer recht schnell alles erledigt. Fand ich jetzt. Wahrscheinlich kann man das viel schneller machen, ja, aber... Oh, Entschuldigung. So wie ich das hier erledigt habe, fand ich das halt immer ziemlich okay. Und hey, es gibt nicht wie in Fire Emblem 7 einen Report, wo dir reingedrückt wird. Ey, die sind Einheiten gestorben. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich gespeichert habe. Und in welchem Safe das wie übertragen wird. Ich habe keinen Plan mehr. Ich weiß nur, dass andere Fire Emblem sich das merken, wenn die Einheiten sterben, auch wenn du neu startest. Aber schön, dass die ganzen Helden nochmal aufgezählt werden. Auch wenn es oft die gleichen sind. Fudi-chan und Lucina. Oh Mann. Fudi-chan und Lonzo immer wieder. War aber auch eine fucking starke Kombi. Holy shit. Und intuitiv habe ich wohl sehr viele Pairings so gemacht, wie sie generell gemacht werden auch. Das habe ich nicht gedacht. Auch wenn ich als die Sprites für die Thumbnails und so gesucht habe. Die Haarfarbe war sehr oft bei mir spot on. Und mit sehr oft meine ich überraschend oft. Irgendwie habe ich wohl oft intuitiv genau die richtigen Pairings in Anführungsstrichen genommen. Fand ich irgendwie cool. Ach ja. Finale Grima. Der Endboss war aber irgendwie überraschend leicht. Da gab es definitiv schwierigere. Aber ist okay. Ah! Da sehen wir doch ein bisschen was. Nach dem Sieg über Grima feierte man Chrome als Lees neuen erhabenen König. Königin Sumia lebte nun für ihn und ihre Weissagungen. Aus Blütenblättern sollen allen... Was? Lebte nur für ihn und ihre Weissagung aus Blütenblättern sollen allen, die sie erhielten, Glück gebracht haben. Achso. Siege. Ach, man sieht dann nur die Siege. Okay. Als Elise neuer Ritterhauptmann sicherte Frederik den Frieden und bildete mit seiner Frau Zelcha neue Rekruten aus. Die Rekruten lernten schnell das entwaffnende Lächeln der beiden zu fürchten. Okay. Rechte Hand und Wyvern Freundin, okay. Ja, ich habe die nicht oft kämpfen lassen. Vera ging nach Rosan, wo er als Verräter und Feigling bezeichnet oder ganz ignoriert wurde. Wow! Mit der Zeit wurde ihm vergeben. Was auch am kühnen und furchterregenden Auftreten seiner Frau Sadi lag. Wow, ich mag das mit den Backstories aber ziemlich sehr. Ach ja, Miriel. Die einzige, die uns wahrscheinlich wirklich gestorben wäre, hätte ich nicht neu gestartet. Weike kehrte in die Stadt seiner Geburt zurück und wurde als Held gefeiert. Er verbrachte seine Tage mit Miriel, der auch in der neuen Heimat nichts von der Schärfe ihres Verstandes und ihrer Zunge verlor. Mauerblümchen Olivia, null Kämpfe, null Siege. Die hat nicht einmal gekämpft. Stahl setzte seinen Dienst als Ritter Lises fort und erfüllte wichtige Missionen im ganzen Reich. Olivia verbrachte Jahre damit, ihrem Mann aufmerksam beizubringen und sie beide lebten ein schönes Leben. Aufmerksamkeit. Oh. Alter, ungesehen, damit 299 Siegen. Ach komm, die 300 hätte man doch noch voll gekriegt.
Oder halt 300 Kämpfe, ne? Palin verschwand, als die Kämpfe vorbei waren. Manche sagten, sie kehrte alleine in ihre Heimat zurück. Andere behaupten, sie fand noch weitere Targuel. Der Name ihres Mannes geriet in Vergessenheit. Oh, wie traurig. Warum habe ich da eine Goldmedaille? Für die meisten Siege? Oder wie? Viele erzählen von den legendären Taten von Fudichan. Uneins ist man sich über ihre Herkunft. Gelehrte, Dichter und Barden sind sich nur bei einem sicher. Sie liebt ihren Ehemann Lonzu über alles. Immerhin ist es bei denen noch irgendwie gut ausgegangen. Schreckens meint Maribel, nicht einmal gekämpft. Während er sein Studium der Magie fortsetzte, erkannte Regen, wie kindisch er oft gewesen war. Maribel wurde Magistratin und beide unterstützten sich gegenseitig für den Rest ihres Lebens. Ja, man ging es bei denen auch noch gut aus. Das ist jetzt interessant. Gaius blieb ein Schleckermaul, doch letztendlich wandte er sich weniger angenehmen Dingen zu. Novi fand die Arbeit ihres Mannes faszinierend. Und es heißt, sie sei ihm dabei oft zur Hand gegangen. Ah, sind sie beide stehlen gegangen? Diese Schlawiner. Ach, du bist ja unverheiratet. Mietklinge, Gregor. Nachdem die epischeren Schlachten hinter ihm lagen, lebte Gregor ein Leben voller Exzesse. Als sich seine Börse leerte, soll er wieder als Leibwächter gearbeitet haben, um über die Runden zu kommen. Der arme unverheiratet. Sanfter Mönch und idealer Ritter. Wie das mit denen ausging, das ist ja auch nicht unbedingt die schönste Beziehung, die sie haben, das war ja mehr so zweckmäßig. Nach dem Krieg gründete Libra und seine Frau ein Waisenhaus, ein Heim für viele unglückliche Kinder. Die Kinder liebten Libra wie eine Mutter und respektierten Cornelia wie eine ältere Schwester. Ah, Taja hat Bronze bekommen. Henry ließ sich mit Taja nieder und erwies sich als überraschend guter Vater. Die Stimmung ihrer Tochter soll erstaunlich geschwankt haben. Womöglich deshalb, weil beide Eltern Dunkelmagier waren. Ja. Ach ja, du bist ja auch ein verheiratet, Zairi. Und wir haben dich nie benutzt. Nee. Das ist fast schon schade. Nach ihrer Rückkehr nach Johnson arbeitete Sairi unermüdlich mit den anderen Dynasten daran, auf dem Kontinent von Valm den Frieden zu sichern. Gelegentlich besuchten sie das Grab ihres Bruders Yenfei. Ach ja, Basilio und Flavia hätte ich auch noch gerne verheiratet, aber ist okay so. Nach dem Sieg über Grima kehrte Basilio nach Ferox zurück, um Flavia zu entthronen. Er wusste, dass er notfalls darauf warten könnte, konnte, bis Lucina erwachsen geworden war und ihr eine Maske leihen konnte. Die Löwin Flavia. Nach dem Sieg über Grima kehrte Flavia nach Hause zurück und wirkte wahre Wunder beim Wiederaufbau von Regna Ferox. Das heißt, dass sie jedes Mal bei einem bevorstehenden Turnier Krumm um seine Hilfe bat. Wow. Könnte der gar nichts alleine. Ach, die beiden. Donald kehrte in sein winziges Dorf zurück und führte ein glückliches Leben mit seiner Mutter und Lissa. Wow. Letztere wollte unbedingt die Monotonie durchbrechen. Und beide reisten oft zu entlegenen Märkten. Immerhin haben sie ein bisschen was gemacht. Oh, Liz hat ein langweiliges Scheißleben bekommen bei Donald. Oh, Mann. Ohne ein weiteres Wort verließ Anna die anderen und kehrte zu ihrem Leben als freie Händlerin zurück. Später wurde sie überall beim Falschen mit Lieferanten und dem Drücken der Preise gesehen. Alles klar. Lucina, Seherin.
Lucina verschwand, nachdem sie ihrem kindlichen Ich folgendes zuflüsterte. Du wirst eine schöne Zukunft haben. Niemand weiß, ob sie in ein anderes Land oder in ihrer eigenen Zeit zurückreiste. Wenn jetzt Lucina und Fully verheiratet wären, wäre es mich interessiert, wie das ausgesehen hätte. Und ich weiß, dass es funktioniert. Owen versuchte, sich in Elise niederzulassen, brach aber bald auf, um seine Schwerthand zu stillen. Bis zum heutigen Tag sind viele lokale Legenden voller seltsamer Helden, die ihm sehr ähneln. Oh, oh, oh! Wow, fucking Owen. Indigo bereiste die Welt und hatte stets ein Lächeln und eine Lösung parat, wenn es Ärger gab. Seine Dienste und Darbietungen wurden aufs Beste entlohnt. Mit der Freude und der Dankbarkeit anderer. So ein Text hätte ich eher bei Inigo erwartet. Abschreckender Brady. Brady verließ die Priesterschaft und wurde der erschreckendste Geiger der Welt. Seine Rondos waren apokalyptisch und seine Requiems so melancholisch, dass alle im Saal, auch er, in Tränen ausbrachen. Edgeworks, was ist das für eine Firma? Edgeworks. Kjell wusste, dass ihr Kampf noch nicht vorbei war und begab sich auf eine neue Reise zur Selbstfindung. Ihre Ehrlichkeit führte zu viel Kummer, doch jede schmerzhafte Lektion half ihr als Kriegerin weiter. Alles klar. Ach, Cynthia. Cynthia gab es nie auf, eine Heldin zu werden und reiste im Namen der Gerechtigkeit durchs Land. Zwar trug sie mehr zu Komödien als zu Sagen bei, doch die Leute liebten sie, weil sie es zumindest versuchte. Sie war stets bemüht. Wow. Severa Zundere. Einfach nur Zundere. Severa sehnte sich danach, jede Art von Vertrautheit abzuschütteln. Buck gab sich auf eine einsame Reise. Doch einmal pro Jahr soll sie ihre Familie besucht und sie um der alten Zeiten willen angebrüllt haben. Wow. Was eine Tochter ihr habt, ey. Jerome und Minerva brachten ins Wyverntal auf. Viele sahen Reiter und Wyvern im Lauf der Jahre. Doch die meisten beschrieben ihn als distanziert und grüblerisch. Okay. Ja, das ist auch. Edgy Boy halt. Linfan. Wisst ihr, bei Linfan habe ich mich ernsthaft gefragt, ob die Namen fest sind, und scheinbar ja. Deswegen finde ich es sehr interessant, dass Lonzo tatsächlich der Vater ist. Es passt einfach so gut. Linfans Gedächtnis kehrte nicht wieder, aber ihm schien es nicht besonders zu fehlen. Später vermuteten die Gelehrte, er stamme aus einer anderen Zukunft als die anderen Kinder. Ha, interessant. Scheuer Targwell Jan. Jan bereiste die Welt auf der Suche nach einem sicheren Ort. Die Reise war ironischerweise voller Gefahren. Doch soll er seine Ängste besiegt und ein langes Leben geführt haben. Okay. Laurent, der Erklärer. Laurent wollte die intellektuellen Standards seiner Mutter erfüllen und begann, die Welt zu bereisen. Dank seiner neugierigen Art erlebte er viele Abenteuer, die er später zu einem spannenden Roman machte. Habe ich mir gedacht. Fräulein Unstead, Noir. Nach dem Krieg wurde Noir die Assistentin ihrer Mutter. Versuchte sie einfach ihr kindliches Ich vor Tajas Flüchen zu schützen? Oder fand sie Trost bei der Frau, die sie auf die Welt gebracht hat? Keine Ahnung. Kleines Fräulein Nah.
Ah, cute. Die Manakete nahe hatte noch viele Menschen Alter vor sich und sie nutzte diese Zeit, um zukünftige Generationen vor den Fehlern zu warnen, die zu Grimas Rückkehr geführt hatten. Ah. Die Stimme Tiki. Vom Krieg erschöpft kehrte Tiki zum Gelände der Würmgöttin zurück und schlief mehrere Tage. Danach, so heißt es, sei sie immer wieder zurückgekehrt, um die Menschen zu besuchen. Nett, nett, nett. Wahnsinniger Gangrel. Nach dem Gemetzel verschwand Gangrel spurlos. Manche meinen, er habe ein anderes Reich für sich entdeckt. Während andere sagen, er endete in der Gosse. In jedem Fall starb er schon bald. Eine Kerze. Und Schriftrollen und Bücher und ein Globus und eine Feder und alles in diesem Buch. Das sind viele Seiten. Ende. Yes. Das war's erstmal mit der Story für Fire Emblem. Wir machen die Spotpass-Mission mindestens noch. Und dann ist alles gut. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei. Und ich hoffe, es hat euch soweit auch gefallen. Mir auf jeden Fall schon. Ist ein schönes Spiel, hat mir Spaß gemacht. Wer weiß, was als nächstes kommt? Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch Zeit. Ich habe noch ein paar Missionen zu spielen. Also dann, wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.